Hallihallo, Dungeon Frog hier. Und in der letzten Folge haben wir dieses Goblin-Lager auseinandergenommen, nachdem unsere Gruppe zu stolz war, sich mit Kacke zu beschmieren. Schattenherz hätte das scheinbar gefallen. Ich habe noch nicht ganz ihren Humor raus, aber unsere Truppe hat sich dann nach einem taktischen Rückzug wieder in das Lager gewandt und es vernichtet. Wir suchen jetzt, was auch immer wir finden werden, und looten ein bisschen. Loote auch mal mit Schatten, mit Lizelle, die kann am meisten tragen. Was haben wir hier? Schockgriff. Sehe jedenfalls noch keinen NPC auf der Karte. Vielleicht trägt ja einer eine Notiz, was Halsin gemacht hat. Oh, ein Schweinekopf. Okay. Ist, eventuell eine Anspielung auf Nietzsche. Mit dem, wenn man ins Abyss reinschaut, schaut es auch irgendwann zurück. Auf jeden Fall glaube ich aber Food, was wir essen können, zumindest das hier auch. Ich weiß zwar noch nicht, wer den Schweinekopf am Ende bekommt. Ich glaube, Schattenherz hatte kein Food mehr. Ich bin mal gespannt, was in dieser primitiven Truhe ist. Scheinbar keine Falle. Nix von Wert. Halt. Naja. Den Eimer könnten wir jetzt klauen, aber... auch nicht. Oh, was ist das? Ein cooles Schild und ein Stoffbär. Okay, interessant. Dieser Bär wurde schon oft repariert, aber nun dürfte eine herzliche Umarmung reichen, um ihn in fadenscheinigen Stoff und schmierige Füllung zerfallen zu lassen. Oh, ich wollte ihn gerade schon umarmen. Wäre also doch keine gute Idee gewesen. Vielleicht gehört er jemanden, aber es kommt wie immer kein Festeintrag. Immerhin haben die Goblins ziemlich viel Futter dabei gehabt. Oben müsste noch einer sein. Ja. Ansonsten hat das Lager auch gar nicht so viel Gebiet, außer ziemlich viel Essen. Das wird gleich nochmal an die Charaktere verteilen müssen. Ja, ist hier ein Eingang in der Höhle? Oder ist das eigentlich einfach nur hoch? Ne, ist glaube ich einfach nur ein alternativer Weg hoch. Hier geht's auch noch lang weiter. Option. Guck mir aber erstmal dieses Lager hier hinten an. Ich verteile, während meine Charaktere hoffentlich laufen, ein wenig Essen an die verschiedenen Charaktere. Hat noch ziemlich viel. Hier hat nicht mehr so viel. Unser Hauptcharakter kriegt auch was, allerdings nicht viel. Denn er ist eh immer chronisch. Er hat noch zwei Hühnereier. Er ist nämlich immer chronisch überlastet. Will ich ihm nicht zu viel geben. Wir können nicht mehr Short Resten vor einem Long Rest. Das heißt, der nächste Kampf könnte problematisch werden. Vor allem für unseren Hauptcharakter. Allerdings müssen wir eigentlich auch noch nicht Long Resten. Lass ihn aber mal was essen. Ich gehe mal kurz eine Schweinelende und jetzt lass ihn die essen. Gut. Fettige Truhe. Scheinbar ist aber hier kein Druide. Wow, ich hatte irgendwie auf irgendwas Cooles gehofft. Oh, jetzt habe ich wieder den Hauptcharakter. Wechsel mal auf Lizelle. Ein Trank der Geschwindigkeit. Ja, eigentlich können wir die auch verteilen. Ist eigentlich gar keine so doofe Idee. Nicht nur unser Hauptcharakter braucht das. Oh, Trank des Sprechens mit Tieren. Das könnte interessant sein. Falls wir mal ein Tier finden. Auch wenn ich echt gerne mit dem Schwein bei den Druiden reden würde. Oh, Feuer. Nein, 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 nicht kaputt machen. Fast wie geplant. So, hier geht's weiter. Ins irgendwo. Gut, gehen wir mal diesen Weg weiter. Hier ist ein Gebirgspass. Allerdings könnte das auch einfach das nächste Gebiet sein. Wenn dem so wäre, würden wir da jetzt einmal kurz reingucken und wieder rauslaufen. Ah, cool, die Map von Ferun. Cool, cool, cool. Das wird wahrscheinlich bald das Gate sein. Das ist ja cool. Oh.
Die Region, die du zu erreichen versuchst, ist im Early Access noch nicht verfügbar. Anderswo gibt es aber viel zu erkunden, also sammle deine Gruppe und gehe dorthin. Okay. Schön. Vielleicht gibt es auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Akte. Das wäre interessant. Wir können hier auch nicht gucken, was es so gibt. Das hier wird wahrscheinlich bald das Gate sein. Würde ich tippen. Ist aber auch hier rausgezoomt. Vielleicht müssen wir das mit dem Schiff erhaschen. Tatsächlich würde es Sinn machen, wahrscheinlich, wenn es hier sogar wäre. Okay, hier sehen wir verschiedene Sachen. Wahrscheinlich ist hier der... Vielleicht ist das hier der... zerstörte Stadt mal gewesen. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht so genau. Vielleicht sind wir hier gelandet. Wäre das hier der Druidenhain? Das ist die Ruine. Dann wäre das hier die zerstörte Stadt. Dann hätten wir das hier noch nicht erkundet. Und das wäre vielleicht dann der Tempel von Saloon, von dem wir gelesen haben. Und zwei Orte haben wir auch noch nicht erkundet, glaube ich. Oder das wäre jetzt das, wo wir uns gerade durchgekämpft haben. Den Abschnitt haben wir. Ja, aber hier ist auch dieser Durchgang. Dann wäre hier irgendwo die große Bibliothek. Also vielleicht auch gar nicht mehr hier drauf. Interessant. Okay, weiterziehen. Gut, falls wir durch sind, haben wir auch schon den Weg zum ganz Durchsein gefunden. Können wir, gehen wir bestimmt jetzt hier rechts lang und dann sagt er uns, oh ja, diesen Teil haben wir auch noch nicht fertiggestellt. Erkunden weiter. Oh, hier sind Fallen. Und hier geht's runter. Konnten wir da schon vorhin? Wir hätten da ja auch auf der anderen Seite runtergehen können. Hier aber einen Schritt vorsichtiger. Denn diese Fallen waren sehr tödlich. Hä? Jetzt sehe ich die Fallen gar nicht mehr. Dann. Kann man hier runterspringen? So wirklich? Liegt hier noch irgendwas? Nichts aus. Hier im Wagen was? Nee, auch nicht. Gut, gehen wir links weiter. Da hinten scheint was zu sein. Ein weiteres Goblin-Lager, okay. Ich hoffe, wir haben noch nichts von dem anderen Goblin-Lager gehört. Ich mache einen Quick-Save. Falls es zum Kampf kommen sollte, dass ich nicht nochmal, wer weiß wie viel machen muss. Und wir laufen weiter. Ein Seil. Können wir uns hier abseilen? Nee. Lassen unseren Hauptcharakter wieder nach vorne zum Reden. Nachdem das er so gut beim letzten Mal geknappt hat. Aber. Vielleicht haben wir mehr Glück. Ich sehe aber auch noch keinen NPC. Na, der ist auch nicht feindlich gesinnt. Händler, Volo? Oho! Ob das unser Volo ist, aus Volos Geist zum Monster? Ich denke nicht. Aber wir wissen nicht, in welcher Zeitperiode wir sind. Vielleicht doch. Okay, wir wollen uns eigentlich im Idealfall auch nicht mit all denen anlegen. Wahrscheinlich weiter hinten ist unser Questziel. Könnten sie vielleicht mit viel Gold bestechen? Das Problem daran ist, wir haben nicht viel Gold. Guck mir gerade an, was die Leute hier so sagen. You look like you got something jingling in your pocket. Looking to spend it? Ja, makes him off the dead, didn't I? Das habe ich mir gedacht. Ja, okay, cool, ein Händler. Ich habe zwar nichts vorbereitet. Mal gucken, was er so dabei hat. Einen großen Knüppel, ein Großschwert plus 1. Nichts, was wir unbedingt jetzt brauchen. Wir handeln aber auch lieber eigentlich mit einem der Händler, mit dem wir bereits aus Versehen guten Status haben. Bis die kein Gold mehr haben. Hier, das ist also klaut die Goblins greifen uns nicht direkt an, das ist schon mal gut. Reden wir mal mit Gribbo, der dem Volo zuhört. Oh, wie? Halt nicht so die... Was Volo sagt über die Herrschaft der Goblins. With
fragulous crown and with scepter abraid, draw Raglan, short work of the innkeeper made. Scheinbar sehen alle Baden gleich aus. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblin kind had reduced them to cowering filfhenny. So raise it, your goblets, and drain them with pride. Draw Raglan, the true soul, had led you glide. Wir hören ihm weiter, oder? Ja, wir hören ihm weiter zu. You! Oh, nein. Move on! Do what she says. Now. Now, where was I, huh? Wait a tick. That a friend of yours? Oh, suddenly not. What are you doing? I'm busy here. Ich glaube, er ist nicht ganz glücklich in der Situation. You lying. To you? Never. Vielleicht doch deine neue Frau. Die er sich ausgesucht hat. Let's continue our ballad. Draw Raglan, draw Raglan. I am draw Raglan. Tumptuous, draw Raglan. You broke him. Oh nein. Wait. Draw Raglan, we pray, we. Come on, pigeon, back to your cage. Now look what you've done. Ja, ich wusste nicht, dass du so nervös wirst. Of course. Idiot. Oh nein. Ach, sie hat ihn richtig lieb. So hier. Mal gucken, wo sie ihn in den Gefängnis bringt. Okay, immerhin röstet sie ihn nicht. Wird er in das Schloss gehen? Okay. Oh, die Wache ist nicht schwach. Ist aber angetrunken. Wenn es hier zum Kampf kommt, werden wir unsere Rolle rufen müssen, oder Ogre. Reden wir erstmal mit den Leuten außerhalb, bevor wir uns mit den Leuten innerhalb kreisen. Innerhalten. Hier ist eine Statue, hier war mal ein Tempel, ich wollte mit dir reden. Den Namen lese ich leider nicht vor, tut mir leid. Auch angetrunken. Ein Backbier. Und oder deren deutschen Namen ich schon wieder vergessen habe. Der ist sehr kompliziert. Hier, 5, 3. Komm, halt für 3. 8. Hier ist eine Holztruhe hinter dem Feuer. Erstmal reden wir mit dem Schläger, bevor wir mit dem toten Abenteuer, der wäre aber stark. That's the lot of it, hey? Ja, das denke ich mir auch. Reden wir mit 5, weil er jetzt am nächsten Abend dran steht. You could curdle warg milk with that ugly mug. Oh, wir müssen ihm jetzt eigentlich ihm einen zurückgeben, aber können wir scheinbar nicht. Gucken, ob 4 netter ist als 5. You look like you think you're old. Mess with us, and you'll end up like this bleeder. Ja, fragen wir mal, wer der Tote ist. Don't matter who he was. He ain't nothing but a stain now. Just like you'll be if you don't clear off. Lassen wir es einfach. Wir gehen einfach weiter. Geben ihnen keine Beachtung. Stupid dead bastard! Give him a good kicking! He deserves it!
Das wird nicht meine Gruppe freuen, aber ich glaube, wir holen uns diese Partie der Goblins damit. Yeah, right in the nashes. You're all right. He killed my mum and dad. Ah, guck mal. Made a bloody orphan of me. Boah, das wird er nicht gerne hören. Ich würde mir aber sogar zustimmen. Das wäre lustig, aber wir versuchen. Nisse. I ain't bothered about it. Better off without them. Stupid old geezers should have put more of a fight. Ja, Goblin haben. Don't mean we can't Humor. Enjoy putting the boot into this pricker stick, though. You seen one of them nose up close? Proper scary. Kriegen wir unser Diebstahl oder verwende ich es? Kann ich hier verwenden? Gucken, was hier drin ist. Die Kronen sind echt großartig hier in dem Spiel. Sie haben entweder 10 oder 20 Goldstücke drin. Das lohnt sich immer wieder. Hier geht's hoch, aber scheinbar wird uns das nicht viel bringen. Außer wir würden tatsächlich die angreifen wollen, ist das eventuell eine gute Position. Ist unser Charakter überladen? Ich wollte gerade schon fragen, warum läuft er denn so cool? Einfach überladen. Er ist sogar ziemlich überladen. Was haben wir denn da mitgenommen? Ich kenne nicht das, was die 20 Goldstücke waren. Achso, und ich wollte die lernen. Braucht er die 100 Goldstücke im Inventar? Hä? Diese Klasse kann keine Zauber erlernen. Hä? Okay, du hast gerade im Kampf doch gesagt, du kannst das lernen. Oder? Hä? Das ist ja total komisch. Im letzten Kampf konnten wir den Zauber noch lernen für 100 Goldstücke. Scheinbar können wir nur im Kampf Zauber lernen. Das ist nämlich eigentlich ein Priesterzauber, deswegen war ich auch so verwirrt, warum wir diesen Zauber lernen können. Jetzt können wir ihn nicht mehr lernen. Komisch. Early Access vielleicht? Ha? Reden wir mal weiter mit dem Hauptkampf. Die scheint Fragen zu haben. Fresh disarmament mit Bearhands. Weaker than pixies, humans. Oh, you got him good. And who are you? Another pest? You're just a little halfling, and you think you rule the world. As the symbol glows, power courses through you. Ja, Goblins und Halblinge Authority. Sind eigentlich nicht so unterschiedlich groß. Welche Option nehmen wir denn hier? So viele Mutmaßungen hier. Ich denke nicht, dass ich besser bin als alles andere. Vielleicht wäre das die richtige Antwort in vielen Kontexten, aber wir reden hier mit Goblins und da, auch wenn es gefährlich sein könnte, müssen wir zeigen, dass wir ein wahrer Goblin sind. Well, not us. Things are changing. We got the absolute on our side now. You better learn your place. Jetzt sollten wir unsere absolute Macht zeigen. Kiss my foot. Or I'll wipe that nasty look right off your face. End him or leave him. But don't you dare grovel to this slug. Oh, ho, ho, ho. Wir versuchen es natürlich mit der Charisma-Option. Ich glaube, der Wurf wird kein einfacher sein und wir können ihn nicht rerollen, soviel ich weiß. Ich bin mal gespannt. Ehen, das ist gar nicht so hoch. Das ist machbar. Look, mate. Just piss off. You're not welcome here. Wollen wir das hier weiter benutzen? Weisheit ist nicht unser Stat. Und wir wollen uns eigentlich auch nicht auf die Macht
verlassen, der Parasiten. Einschüchtern, der Wurf wird härter. Aber wir spielen das jetzt aus. Auch wenn das zum Kampf kommen könnte. Ich will sehen, was passiert. Nein. The goblin stares, mouth agape. Then he sets his jaw and falls to his... There. I've done it. Arrogant swine. Ich hab grad Teleporter gesehen hier. I gotta take a piss. Den haben wir gegeben. Sehr gut. Lass mal kurz, ich mach einen kurzen Quicksave. Und jetzt sollte uns nämlich niemand sehen, während wir diese Leiche ausrauben. Okay, hat das nicht so viel gebracht. Okay, mit denen haben wir erstmal, von denen haben wir Ruhe. Hier können wir einen Heiltrank nehmen. Was hat sie gesagt? Zeichen zu Zelune. Ich hätte gerne einen Heiltrank. Frage, wie kommen wir da hoch? Hier schon mal gibt es eine Leiter. Hier gibt es auch weiter hoch, scheinbar. Okay, hier ist einfach Geröll. Aber hier ist ein Rucksack irgendwo. Rucksack? Rucksack? Seh ich zwar nicht, aber wir klicken auf dich drauf. Hier schlafen alle. Das heißt, hier ist eventuell ein anderer Eingang zum Ziel, falls sie uns nicht durchlassen. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt hinlaufen zu dem Rucksack. Irgendwo machen eine kleine halbe Weltreise für einen Rucksack. Allerdings, das war ein toter Abenteuer. Ich lasse ihn da jetzt erstmal durchlaufen. Ich glaube, das hätte ich so nicht gefunden. Level. Wo war der tote Abenteuer? Ich hab ihn doch gerade noch gesehen. Blöd. Wahrscheinlich. Okay. Gehen wir wieder zurück zum Rucksack. Hier wäre wahrscheinlich auch noch ein alternativer Weg. Um uns hier durchzuschleichen. Hier ist eine Wache wahrscheinlich. Wo ist jetzt der Rucksack? Mhm. Wollen wir tatsächlich haben? Okay, er will. Kampf sieht aus. Oh, unten eine Truhe. Und hier geht's auch weiter. Allerdings sind wir wie immer zu schwer beladen. Wir sind aber viel zu schwer beladen. Ist das so schwer? 10 Kilo, 10 Kilo. Einfach ist es nicht. Ein bisschen rum würde ich gerne behalten. Denn vielleicht brauchen wir das irgendwann mal zum Bestechen. Das tolle Kugel kriegt er. Vielleicht kann er damit irgendwas anfangen. Bewegen. Gut, kurzzeitig haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Was war hier für ein... Oh. Allerdings, ja, hier wäre dann wahrscheinlich ein alternativer Weg. Gucken uns gleich mal den Bergpass an. Oh, Falle! Oh, that might be worth a look. Ja, war eine Sekunde zu langsam. Essen ein Hühnerei. Ich lasse Liesel vorlaufen, denn sie kann am meisten fahren. Schön vorsichtig, falls hier noch eine Falle ist. Ist auch noch ein Stück weiter. Allerdings sehen wir nur die schöne Landschaft. Und gehen wieder zurück. Die Holztruhe. Wenn wir durchkommen. Das ist Schluss.
mal gucken, was da drin ist. Der Truhen. Wetterloot. So, jetzt gehen wir mal hier den Bergpass hoch und gucken, wo wir da landen. Hier ist nur ein Skelett. Das wäre etwas enttäuschend. Das ist wie im richtigen D&D, wenn du diese Räume hast, in die du reinkommst, die riesig groß sind und es einfach überhaupt nichts da drin ist. So ungefähr wird das sein. Ein Ball. Und ein Skelett. Das sehr auffällig positioniert ist. 4 Goldstücke hat. Versuche etwas Geheimes zu entdecken. Keine Ahnung, was hier sein soll. Keiner unserer Charaktere merkt irgendwas. Wäre auch nicht, wo wir lang springen könnten oder so. Vielleicht, wenn ihr was gesehen habt, was ich übersehen habe, schreibt mir noch in die Comments. Ansonsten machen wir uns jetzt wieder auf den Weg und reden mit den Goblins dort hinten. Oh, die Musik ist aber auch schön. So, haben wir mit dem schon geredet? Ich weiß nicht. Er ist vielleicht der Koch. Enjoying the view. Looking tasty in these new breeches, ain't I? Ja. Proper stylish, ain't they? Nicked them off this dwarf we're cooking. Ja, fangen wir mal. Dunno. Was already stripped down to his breeches when I got my hands on him. Had a couple of coins in the pockets and some daft poem. But that's all. Oh, da. Ja. Wir nehmen das Gedicht. Sure you can. But a look's all you're getting. For all I know, this little roaster was some famous bard. You'll be selling his last words for a pretty penny. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Wir versuchen es natürlich mit dem Täuschen, wie sich für unseren Charakter gehört. Oh, aber er lässt sich gar nicht so einfach täuschen. So ein Koch ist immer ziemlich stark. Und wir schaffen es nicht. Verdammt. How can you recognize him with his face burnt off? You trying to kid me? I reckon you know this thing is worth a proper pile of loot. So you better pay up. Was will er denn haben für das schöne Gedicht? 220 Goldstücke für ein Gedicht. Aber ehrlich gesagt würde ich es gerne haben. Wir nehmen auch. Wir nehmen das Ding nicht mit. Und versuchen ihm was zu geben. Handel dafür. Gedanken wahrnehmen können wir lassen. Linkes Geschoss, Schutz vor Böse. Lassen wir uns erstmal alles. Wein. Geben wir ihn all unseren Wein. Ich kaufe jetzt aber auch nicht zu viel. Allerdings ist es auch echt so egal, weil er gibt mir auch weniger Gold für mein Gold. Gib mir all dein Gold. Oh. Alle. Wie teuer ist der Fall? Ja, machen wir so. Okay. Cheers. Now I can get me a fancy belt and really impress the lads. Okay. Ich bin mal gespannt, was wir da jetzt für ein Gedicht uns ergattert haben.
Hoffentlich hat sich das gelohnt.